schöne blaue Himmel schwebt wie Seidenpapier und deckt alles in Pace zu. Dass wir jetzt mit unserem Theaterlabor auch hier im Concordia gelandet sind, ist eine schöne Fügung. Hier gab es eben auch schon mal das Theaterlabor und Tabori hat mich auch inspiriert, weil er eben auch den Anspruch hatte, experimentelles Theater zu machen. Erstmal herzlich willkommen hier im Theaterlabor Bremen in Concordia. Raum für Bühnenschaffende, da gehört es einfach zum beruflichen Alltag, dass es Zeiten der Nichtbeschäftigung gibt. Und wir wollen hier am Theaterlabor die Zeit nutzen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, weiter im Training zu bleiben und einfach die Bühne zu haben als öffentlichen Raum, ein regulärer Spielbetrieb, sodass alle einfach wieder Referenzen haben, mit denen sie sich wieder weiter bewerben können. Pracht in meiner Hände legen. Sie wartet auf das Grab. Wieder die Tempelordnung. In Not falle ich vor den Altar und bettle. Wir sind im Recht. Du hast die Macht. Wachwohlschutz. Eindringlingshänden nimmt sie eine silbern gerahmte Fotografie vom Regal. Ist die letzte Fotografie von unserer Tochter. Wie lasst ihr euch gefallen? Und nicht von jedem! Seid ihr noch Deutsche? Hast du einen Arm? Zu viel? Hebt auf! Wir sind das Volk! Nach Apollo! Das, was mal als Vision und Traum da war, dann tatsächlich auch in Erfüllung gegangen, dass wir jetzt in die Fußstapfen von Tabori treten und hier unser eigenes experimentelles und politisches Theater machen.